Paul de Grau, vous enseignez à la Paul London Grau, School of Sie lernen an der Economics et à London School of l'Université de Economics Louvain und et an der vous suivez de Universität très im près Belgischen la crise Löwen. Sie verfolgen sehr aufmerksam grecque. die Si au Krise in final Griechenland. la Grèce Wäre devait es von sortir de la finanziellem zone euro, Standpunkt ce aus serait betrachtet eine forcément une Katastrophe? Sollte calamité du Athen point de vue genötigt sein, die strictement Eurozone zu verlassen? financier. Ce serait certainement une calamité pour la Grèce. Es wäre Votre mit Sicherheit question est de eine savoir Katastrophe für si ce serait une Griechenland. Doch Ihre calamité pour la Frage geht zone auch euro. dahin, ob es für die gesamte À court Eurozone eine terme, je crois Katastrophe que wäre. c'est Auf gérable. kurze Sicht Nous sind die avons Folgen maintenant toute une beherrschbar. série Wir verfügen d'instruments qui inzwischen über eine ganze permettent Reihe von Instrumenten, mit deren Hilfe d'éliminer la Ansteckungsgefahren contamination qui gebannt werden pourrait können. se Auf produire. längere Sicht Le wird es problème se schwierig. pose à plus long terme. Verlässt Si la Griechenland die Grèce Union, würde sort das bedeuten, dass die l'Union, Währungsunion ça voudrait nicht dire que beständig l'Union ist. monétaire n'est pas permanente. Kommt es in Et Zukunft donc zu ça veut dire wirtschaftlichen que Schocks, dans l'avenir, il beispielsweise y a zu de einer nouveaux Rezession, chocs économiques, une stellt sich die récession par Frage, exemple, wo sind die la Schwachstellen? question se Welches posera Land wäre normalement austrittsgefährdet? où est Das würde die la partie Eurozone faible, quel destabilisieren. pays pourrait sortir, et ça déstabilisera la zone euro. J'aimerais vous faire Sie réagir kennen sur die des chiffres Zahlen, que vous trotzdem connaissez bitten bien, wir ce Sie sont les dazu pays Stellung les plus zu nehmen. Der Anteil Deutschlands à an la dem dette grecque, Schuldenberg l'Allemagne Griechenlands beträgt 56 650 Milliarden Euro, d'euro, la France der 42 Frankreich Milliarden, 42 l'Italie Milliarden, der 47 Italien 37 Est-ce que Milliarden und ces so weiter. pays ont la Werden moindre diese chance Länder de ihr Geld récupérer je cette dette? wiedersehen? Mais certainement pas à 100%. En Mit fait, il Sicherheit faut nicht in dem vollen mettre Umfang. l'accent Man sur muss le fait unterstreichen, que dass es bereits il Verluste y a déjà gegeben eu hat des bei den pertes. Zahlen, um die es hier Donc geht. Handelt les es sich montants um qu'on a vus Nominalwerte? là, Es ce hat sont des montants Restrukturierungen gegeben. Die nominaux. On a Rückzahlungstermine fait sind des hinausgeschoben restructurations worden und die implicites. Zinssätze wurden On a verringert. allongé Wird la der heutige maturité Wert de la all dessen dette. On berechnet, a was diminué Griechenland in fortement le Zukunft taux d'intérêt. zurückzahlen müsste, Si on kommt man zu calcule la Summen, die valeur weit actuelle unterhalb der genannten de tout ce nominalen que la Werte Grèce liegen. devrait Die repayer Verluste à sind l'avenir, bereits on arrive à un worden. montant Doch qui est die nettement Regierungen wagen es inférieur nicht, au den montant nominaux Steuerzahlern das qu'on a vu offen là. zu Donc les sagen. pertes ont déjà été subies, mais le gouvernement n'ose pas le dire aux contribuables. Mais Ein ça veut dire Schuldenschnitt que hat somit l'effacement a bereits déjà eu lieu. stattgefunden. Mais donc, la dette Der grecque a déjà Schuldenschnitt été, beläuft sich meinen Berechnungen zufolge effacée, auf rund 50%. À peu près 50%. À quoi est-ce que Was tout aber ça nützt servira, das alles, wenn si man die on ne règle wichtigsten pas le Probleme problème de nicht fond löst, die Griechenland dahin qui geführt fait haben, que wo la es Grèce heute en est là ist? Es ist aujourd'hui? die Unfähigkeit, C'est es sind die großen l'incapacité, ou en tout cas Schwierigkeiten, les grandes Griechenland difficultés de Steuern la Grèce à einzuziehen. collecter Die l'impôt. C'est Verwaltung le funktioniert nicht, dysfonctionnement es gibt d'une Korruption administration où und il y a ein de la klientelistisches corruption, où il System. y a du clientélisme. Pourquoi Warum on n'a gibt pas es in diesen progressé Bereichen seit là-dessus 5 Jahren depuis keine 5 ans, Fortschritte, depuis que seit les Européens Europa ont mis la Grèce Griechenland sous finanziell perfusion? unter die Arme greift? Mais il y a eu progrès dans In certains bestimmten domaines, Bereichen quand gibt même. es Fortschritte. On a Die quand même Anzahl der diminué Beamten ist fortement verringert le worden. nombre Es gab eine Reform de des fonctionnaires. Rentensystems. On a fait quand même des réformes dans le système de Es pension. gibt keine Il y a Grundbücher. Tas de choses à faire. Ce sont des choses qui besteuert. Doivent être faites. Mais le problème, es gibt sehr le viele plus Dinge, die getan werden müssen. Am percutant, wichtigsten le jedoch fait ist es, qu'avec ein Sparprogramm l'austérité einzustellen, das Griechenland qu'on a imposé à la aufgezwungen worden ist und das dazu geführt hat, dass die Wirtschaft est tombée ist. Dans la bise. Qu'est-ce qu'il faudrait, justement, Was pour que la Grèce notwendig, damit Griechenland ohne Hilfen puisse auskommt vivre und wirtschaftlich sans auf seinen eigenen Beinen stehen kann? Mais il faudra tout d'abord Zuerst müssen die Sparprogramme arrêter abgeschafft werden, die les nicht programmes funktioniert d'austérité qui haben. Das n'ont hat pas nicht fonctionné. funktioniert. Diese Ça n'a pas Programme fonctionné. haben die Fähigkeit, Ça a eu comme Griechenland effet eingeschränkt, de diminuer die la capacité de la Grèce die de payer sa ist dette, gestiegen de und so weiter. Chômage. Est-ce que ça suffirait? Est-ce qu'il y a une industrie en Grèce? Genügt das Land Griechenland an Industrie? Das Land Mais importiert sehr viel. In der Vergangenheit hatte Griechenland Wachstumsraten. Natürlich war ein Teil dieses Wachstums nicht nachhaltig, doch Griechenland hatte Wachstum. Zu behaupten, Griechenland könne nicht wachsen, ist sinnlos. La Grèce ne peut pas croître, ça n'a pas de sens. Paul de Grau, merci. Vous en prie.